In Moodle lassen sich für Aktivitäten und für ganze Themenbereiche Voraussetzungen definieren. Ich zeige das jetzt einmal mit den Voraussetzungen bei der Aktivität Aufgabe. Dazu gehen wir hier auf Bearbeiten, Einstellungen bearbeiten und scrollen dann runter zu den Voraussetzungen. Hier lassen sich jetzt verschiedene Voraussetzungen anlegen. Wenn bei Ihnen an der Stelle weniger Optionen angezeigt werden, liegt das daran, dass man für einige Sachen noch vorab was einstellen muss. Das klären wir aber dann bei den einzelnen Voraussetzungen. Wir gehen es jetzt mal stückchenweise durch. Als erstes haben wir hier den Aktivitätsabschluss. Dieses Feld erscheint nur, wenn man für den gesamten Kurs die Abschlussverfolgung aktiviert hat. Generell kann man das so einstellen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Voraussetzungen erfüllen müssen oder nicht erfüllen dürfen. Man kann also Voraussetzungen oder Ausschlusskriterien definieren. An der Stelle wählt man jetzt die Aktivität aus. Das könnte zum Beispiel eine Belehrung sein, also ein Pflichtdokument, was man vorher angelegt hat, was abgehakt werden muss. Und das erscheint hier auch nur in der Liste, wenn man dann in dieser anderen Aktivität den Aktivitätsabschluss auch definiert hat. Hier haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten, was wir einstellen können. Die ersten beiden Optionen beziehen sich darauf, wenn in dieser anderen Aktivität keine Bewertung erfolgt, wie es zum Beispiel bei irgendeinem Dokument, was man nur abhaken müsste, der Fall wäre. Die unteren beiden beziehen sich darauf, wenn man eine Bewertung gesetzt hat und das Ganze von einem Bestehen oder Nichtbestehen abhängig macht. In unserem Fall lassen wir jetzt drinstehen, muss abgeschlossen sein und dann wäre eben zum Beispiel das Abhaken einer Belehrung das Kriterium hierfür. Man kann auch ein Datum als Voraussetzung schalten und kann hier einstellen, ob das ab einem bestimmten Termin zur Verfügung stehen soll oder nur bis zu einem bestimmten Termin und kann da eben auch den Sichtbarkeitszeitraum ganz gut mit eingrenzen. Dazu müsste man hier über Voraussetzung hinzufügen, einfach nochmal die Voraussetzung Datum dazu packen. Über Bewertung könnte ich jetzt eine einzelne Aktivität davon abhängig machen, welche Bewertung in einer anderen Aktivität erreicht wurde oder in einem ganzen Kurs. Das ist jetzt aber schon ein bisschen komplexer, das lassen wir hier an der Stelle mal aus. Die nächsten beiden Punkte hier sind Gruppe und Gruppierung und auch diese beiden Punkte tauchen nur auf, wenn Sie in Ihrem Kurs Gruppen oder Gruppierungen angelegt haben. Wenn noch keine Gruppen angelegt sind, kann man das oben links über die Teilnehmerliste machen und dort dann aufs Zahnrad Gruppen anlegen. Hier wählt man dann einfach die Gruppe aus, für die man das verfügbar machen möchte, zum Beispiel eine Gruppe Klausuranmeldung. Dass man jetzt hierüber A, B und C Klausuren abbildet und für verschiedene Gruppen freischaltet, ist nicht ratsam, weil die Studierenden dann eben über die Teilnehmerliste sehen können, welcher Student in welcher Gruppe ist. Selbst wenn sie die Voraussetzungen hier auf unsichtbar schalten, können die sich relativ schnell abstimmen, wer welche Klausur bearbeitet. Analog für die Gruppierung kann man dann entsprechend die angelegten Gruppierungen auswählen. Man kann auch einzelne Felder des Nutzerprofils als Voraussetzung schalten, beispielsweise die E-Mail-Adresse oder die Matrikelnummer. Hier muss man übrigens aufpassen, die Matrikelnummer steht bei uns im Feld ID-Nummer und nicht im Feld Matrikelnummer. Vorname und Nachname ist nicht ganz so gut geeignet. Wenn man zum Beispiel Namensgleichheiten hat bei Nachnamen, dann ist das nicht mehr klar zugeordnet. Die E-Mail-Adressen sollte man da besser reinkopieren, statt sie reinzutippen. Man kann zum Beispiel einfach die Teilnehmerliste in einem neuen Tab öffnen und die E-Mail-Adressen dann einfach reinkopieren. Ich tippe hier mal eine E-Mail-Adresse rein. Und jetzt möchte man vermutlich nicht, dass die Studierenden sehen, für wen das sonst noch freigegeben ist. Und dann klickt man hier vorne einmal auf das Auge, dann ist das durchgestrichen und dann sind die Voraussetzungen für die Studierenden nicht sichtbar. Und man kann auf die Art dann eben auch mehrere Studierende für eine bestimmte Aktivität freischalten. Jetzt zeige ich noch einmal zwei Wege, wie man mehrere Regeln miteinander kombinieren kann. Also ich kann hier zum Beispiel die erste Regel auswählen, die ich haben möchte, zum Beispiel den Aktivitätsabschluss. Setze den entsprechend, zum Beispiel was wir vorhin schon hatten, auf irgendein Dokument, was vorher aktiviert werden musste und kombiniere das zum Beispiel mit einer bestimmten Gruppe, in der jemand sein muss. Das Ganze ist dann hier und verknüpft, weil ich hier oben eingestellt habe, es müssen alle Bedingungen erfüllt sein. Ich kann das aber auch auf mindestens eine umschalten, dann ist das Ganze oder verknüpft und freigeschalten, sobald jemand eine dieser Voraussetzungen erfüllt. Eine andere Variante ist hier über Zugriffsregel zu gehen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Aktivitätsabschluss reinpacke, dann sieht man, dass man dieses Feld Teilnehmerin muss zweimal hat. Das ist also quasi ineinander geschachtelt und in Kombination mit diesem darf nicht, lassen sich so natürlich mit dieser Verschachtelung nochmal komplexere Regeln abbilden. Wenn man die gewünschten Voraussetzungen festgelegt hat, speichert man das Ganze.
Ja, und wenn man das jetzt auf ein Thema anwenden möchte, das geht genauso, Thema bearbeiten. Und auch hier haben wir unten wieder die Voraussetzungen, die wir setzen können.